So, Wasserbunkern. Moin, ihr Lieben. Weiter geht's. Moin. Weiter geht's ist gut. Ich hab den Schlüssel. Dauert noch. So, Fair und Enzo, euch haben wir. Anker haben wir gelichtet. Ja. Wir haben einen Stellplatz uns ausgeguckt. Der ist noch ein bisschen südlich von Oberstaufen an so einem Golfplatz. Soll wohl auch mit Sanitäranlagen sein, Strom, Wasser, ne? Ist das so? Da. Ich habe mich jetzt wenig drum gekümmert, ehrlich gesagt. Und. Was machst du schon? Ich mach das schon, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Irgendwo, irgendwie kommen wir schon hier an. Ja. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Oder auch nicht. Oder wir melden uns dann mal zwischendurch. Boah, das windet dabei auch hier draußen. 284 Kilometer. Keine Autobahn. Keine. So, ich hatte ja heute Morgen mit meinem Kunden in Oberstaufen telefoniert. Ich sag mal so. Es schneit derzeit, war ja nicht anders zu erwarten. Wir versuchen das jetzt einfach mal, okay? Ja. Ja. Wie lange fahren wir jetzt? Gute 3 Stunden? Ja. Mindestens 3 Stunden. 305 Kilometer. Wir brauchen aber noch Gas. Eine ist leer von 2. Nach 4 Tagen. Inklusive Kühlschrank und Heizung und warm Wasser. Mhm. Also ganz gut eigentlich bei durchschnittlich 5, 6 Grad. Einkaufen müssen wir noch. Tanken vielleicht. Wir starten diese Engine, jo. Oder? Alles klar. Gut. Drückt uns die Daumen, dass wir nicht in eine Schneelawine kommen. Wir melden uns dann. Wird interessant. Dranbleiben. Hast du gekriegt? Alles gekriegt. Kaffee habe ich noch was besorgt. Yummy. So, wir sind jetzt hier beim Obi. Ach was. Gas holen. Bevor wir in den dicken Schnee fahren. Kommt da wieder. In die Schnee. Die weiße Zone. Ja. Für Dinge davor. Achso. Ja. Es wird langsam mehr mit dem Schnee. Ich wollte auch noch mal kurz erwähnen, ich habe keine Schneeketten, wenn ich voll Horst. Risiko. Konnte keine Ahnung. So ein Wetter wird hier. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe da großes Vertrauen in der Straßenwacht. Ja, genau. Wir haben alles geräumt. Ist alles gut. Alles ist jetzt. Wir lassen uns überraschen. Später mehr. Thank you.
man das hören? Kann man das hören? Ist so ein Schneegrieselhagel, was auch immer, das ballert hier gegen die Wand, wie schön das nicht geht. Die Fahrt selber, also Autobahn war okay, aber dann da hier so hoch, war schon ein bisschen tricky, sagt meine Christine. Tricky, richtig? Mhm. Sagt sie. Hm. Nee, also ich weiß es auch noch nicht, wie ich da morgen zu meinem Termin hier komme, also alles ein bisschen Chaos. So wie es aussieht, werde ich wohl Bus fahren. Und das kann natürlich die letzte Katastrophe dieser Erde werden. Ne? Das überleben wir aber jetzt alles noch bis morgen früh. Weil, ganz ehrlich, für heute machen wir Schluss, oder? Ich bin jetzt echt, das Wetter, die Fahrt hier hoch, so, habt ihr gesehen, ne? Boah. So, hier oben ist alles weiß. Der Platz ist zwar geräumt, man kann ihn aber jetzt noch nichts erkennen, weil im Dunkeln angekommen, mehr oder weniger. Also ging es ratzefatze dunkel. So, morgen früh oder, je nachdem wie Wetter heute Nacht wird, ne? Morgen früh mehr oder aber wenn ich wieder vom Termin komme. So, und dann habe ich Urlaub. Aber ich glaube, so wie wir uns gerade angeguckt haben, werden wir hier schnellstmöglich morgen wieder abzischen. Gut. Wenn wir hier wegkommen. Also, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Möchtest du noch was sagen? Möchtet ihr sie noch mal sehen? Yeah. Nein. Auch fix und alle irgendwie, oder? Mhm. Alles klar. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss. Moin, moin, meine Lieben. So, wir sind hier in Oberstaufen gestern angekommen. Und es hat seitdem geschneit. War ein bisschen, wie schon gesagt, tricky. Bergauf, bergab, Serpentin. Jetzt gehe ich mal raus und zeige euch das mal ein bisschen. So, wie ihr seht, alles weiß. Es wurde hier heute schon mal geräumt. Aber seitdem hat es ja wieder ordentlich geschneit. Aber ist doch wohl ein herrlicher Blick. Wir stehen hier direkt am Rand und haben einen Blick ins Tal. Und nach, ich schätze mal, da hinten ist Oberstaufen. So, das ist die Stromsäule. 1 Euro, 1,4 kW. Dann zeige ich euch mal ein bisschen was von dem Platz. Er ist ziemlich groß. Jetzt im Winter natürlich nicht so geräumt bei dem Wetter. Da ist die Einfahrt. Da drüben ist noch ein Parkplatz für PKW. Und dann geht das hier bis da hinten zu diesem anderen Wohnmobil. Sind also hier mehrere Säulen, Stromsäulen, die bereit sind. Ja, das ist das Örtchen. Direkt an der Ecke hier ist eine Bushaltestelle. Ist natürlich prima, weil den Chef habe ich ja arbeiten geschickt. Da musste der mit Bus jetzt fahren. Ich hoffe mal, der ist angekommen. Ne, direkt Bushaltestelle hier. Wunderbar. Der Bus ist auch gefahren heute Morgen. So sehen die Straßen aus, obwohl die hier ständig räumen. Ja, zeige ich euch noch mal den Parkplatz. Dann wollen wir mal gucken,
wie wir hier heute Nachmittag wieder wegkommen. Weil eigentlich möchte ich hier nicht noch länger bleiben. Weil sonst schneiden wir hier ganz zu. Heute Nachmittag, heute Nacht soll es nochmal wieder ordentlich was geben. Das ist der Parkplatz für die Pkw. Weil in diese Richtung da hoch, da ist ja noch Skigebiet. Da ist die irgendeine Bergbahn. Und deshalb wird hier auch immer ordentlich geräumt. Und deshalb fährt hier auch ein Bus. Und da hoffen wir mal, dass wir hier rauskommen. Ich bin so ein bisschen schissig. Aber Chef sagt, uch, das machen wir schon. Ja gut, so, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier das schon mal so ein bisschen frei machen. Dass das, also ich sag mal so, es geht. Ne? Der hat ordentlich geschneit. Der ist ein bisschen mehr zugeschneit. Aber das war das hier mal so, die Scheiben und so freikriegen. Ne? Er hat auch ordentlich gewindet hier. Und man braucht, es stehen Keile parat zum Unterlegen. Allerdings reichen die nicht aus. Da braucht man schon, weil das hier wirklich abschüssig ist, ein bisschen mehr Ausgleich. So, ich hole jetzt den Hund raus, weil der hat nämlich Spaß im Schnee. Und werde hier mal gucken, dass ich die Schreibe freikriege. Also, bis denn. Mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen.